Wetter, ich hab gehört, du musst mal runterkommen, ja, da. In einer Welt, wo sich zwei Bären bekämpften, kam ein Junge mit der AK, rannte zu ihnen, schaute sich das Ganze von Näherem an und die zwei boxten sich. Na, Stalos mit euch hier! Hallo, gib mal dein Fall! Digga, komm, geh weg, weg! Wo ist der? Also, verreckt! Du bist gewohnt! Was ist das? Fuck! Ist der tot? Ja, der ist tot. Und das Gegner? Das ist einer von uns. Ja, korrekt, Alter. Digga, jetzt habe ich dicke Bärfell hier, Alter. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Indie und herzlich willkommen zum 19. Far Cry 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter. Tut mir leid, dass gestern kein Video gekommen ist, aber ich hatte am Abend solche Kopfschmerzen gehabt, mir ging's überhaupt nicht gut. Ich habe zwar versucht, das Let's Play aufzunehmen, nur ich konnte einfach nicht reden, ich konnte mich kaum konzentrieren. Deshalb kam gestern leider auf beiden Kanälen kein Video. Dafür geht's aber heute weiter hier mit Far Cry 4, Freunde. Schon mal lustiger Anfang. Hier kämpfen einfach zwei Bären gegeneinander. Ja, richtig auf Rille, die zwei hier. So, wir müssen jetzt zum A. Da geht's direkt weiter mit der nächsten Mission. Wir haben noch... Amita, ich bin im Norden. Der Norden. Ich war seit Jahren nicht in Utkarsh. Hör zu, es gibt dort eine Zelle des Goldenen Pfades. Gute Leute. Utkarsh liegt direkt nördlich Utkarsh. Der Mutter. Und diese Zelle kennt das Gebiet besser als jeder andere. Ich würde es begrüßen, wenn du zu ihnen gehst, aber pass auf. Du hast die Garde gesehen. Die sind besser und klüger als die reguläre Armee. Na super. Wahrheit und Gerechtigkeit. Ja, Freunde, hat sich ja super angehört. Die sollen anscheinend noch stärker sein als die normalen Armees. Was ist denn das Gegner? Bitte nicht, Alter. Oh, ist rot. Rot, nix gut. Ja, was soll ich noch sagen, Freunde? Top-Kommentar bei Far Cry war, einmal habe ich mich kaputt gelacht. Das einzige Spiel, in dem mehr geredet als gespielt wird, ey. Aber ist wirklich so, die labern hier ein bisschen zu viel. So, ich fahre euch vorbei, du Pisser hier. Ach, mal Platz hier. So, weiter. Oh, mal Platz. So, jetzt fahren wir direkt dahin, Freunde. Und würde ich sagen, sehen wir uns gleich direkt wieder. Bis gleich. Ja, meine lieben Freunde, es haben auch sehr viele gefragt, wann kommt endlich WWE 2K15? Und das wird auf jeden Fall auch demnächst kommen, wenn ich hier Far Cry 4 durch habe. Keine Sorge, ich habe so Bock auf WWE mit John Cena. F.U. Und dann bam mit Rey Mysterio 619 und so. Das wäre richtig geil. Ich würde da so abgehen bei dem Spiel. Und ja, Freunde, übermorgen, also am Donnerstag, ist endlich Karneval, Alter. Und ich werde versuchen, wieder so ein Karneval-Follow-Me-Around aufzunehmen, wie letztes Jahr auf viel FIFA. Müsst ihr euch mal reinziehen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe da so gefeiert, Karneval mit Kostüm, Hühnchenkostüm hatte ich an. Ja, und die Let's Kill-Folge wird auch so ein Karneval-Special, Freunde. Lasst euch überraschen, schön mit meinem Kostüm hier wieder. So, jetzt sind wir schon direkt hier angekommen. Ich soll mal erstmal hier, erstmal die Lage abchecken, Freunde. Warte mal. So, wir sind jetzt schon fast da. Das gelbe Gebiet da heißt, da sind die Gegner. So. Utkarsh. Kennt ihr Utkarsh? So. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Sir Johnny English. Komm, mach mal Platz hier. Hm? Was soll ich jetzt hier in Utkarsh? Triff dich mit den Rebellen in Utkarsh. Sind das Gegner? Okay, nee, okay. Ich muss einfach hinrennen. Ich habe gedacht, ich muss mich da hinschleichen. Du musst der Erste sein, der aus diesem Gefängnis zurückkehrt. Cool, jetzt wird wieder gelabert, Freunde. Egal, Freunde. Lass die ruhig ein bisschen labern. Wir hören zu. Die Story ist echt kompliziert, aber wir verstehen das schon halbwegs. Komm. Wie hast du das geschafft? Wie konntest du entkommen? Du wirst bereits unten erwartet. Was ist denn hier los? AJ. Danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Psst. Ihr habt ein schönes... Parker. Schönes Haus. Oha, Parker Nein. ist da. Meine Familie. Oh, das, oh. Oh, das gefällt mir. Ist das Margoni? Hm. Ach du Scheiße. Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Anas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Hm.
Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen? Euren guten Ruf zu bewahren? Bitte. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Ach du Scheiße. Oha. Ach du Scheiße. Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Ja, Mann. Bin ich fett dabei. Wir holen uns jetzt Pagan, Freunde. Den Baba-Boss. Ey, die labern manchmal jetzt zu viel. Trifft dich mit... Verfolge Pagan Min. Hamita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Wie? Ist das jetzt die letzte Mission schon? Ach du Scheiße. Das hört sich an, als ob das das Finale wäre, Freunde. Das wäre ja echt krass. Egal. Verfolge Pagan. Pagan darf nicht zu weit von dir entfernen. Ja, ich bin doch ganz in der Nähe. Bleib mal ruhig hier. Oh, hat der so ein... Ach so! Scheiße, ich muss da schnell rein! Fuck, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wo ist er denn? Da. Töte Pagan! Oha, ich muss ihn jetzt töten, krass! Alter, was soll ich denn hier machen, ey? Soll ich hier... Wie kann man dieses Teil nochmal steuern hier? Fuck! Krass, ich muss jetzt schon Pagan töten. Das ist doch der Baba-Boss hier. Okay, es wäre krass, wenn das die letzte Mission wäre. Einfach mit so einem Ding hier, Helikopter hinterherfahren. Ja, Freunde, komm, wir machen das jetzt. Also, keine Ahnung, wie ich das machen soll, ey. Ich werde von irgend so einem Arsch in einem Gyrokopter verfolgt. Erledigt ihn! Scheiße! Digga! Ich kann damit nicht schießen, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich kann zwar Granaten werfen, aber die bringen doch nichts, oder? Fuck, Mann! Ist das eine Scheiße, hier das zu steuern, ey! Das ist wie so ein Dildo in der Luft hier. Meine Fresse. Natürlich. Komm, Pagan. Ich mach dich platt. Fuck, wie sollen wir das machen, Freunde? Ich glaube, wir müssen ihn erstmal nur verfolgen. Der kleine Ficker verfolgt mich! Tötet ihn! Wir müssen einfach mal vor dem landen. Hallo! Hallo! Oha, war die Mission beendet? Oha! Hä? Hab ich ihn getötet? Okay, ey, Freunde, was ist denn jetzt los gewesen? Da stand Mission beendet! Das heißt, ich habe ihn gerade getötet mit dem Propeller auf Rille oder was, ey. So, jetzt gucken wir mal, was uns erwarten wird, Freunde. Ich habe den doch gerade mit dem Propeller getötet. Oder? Da stand doch Mission beendet. Das heißt, ich habe es geschafft. Ja, wir lassen uns jetzt einfach überraschen, Freunde. Komm. Lad schneller, lad. Ja. Ja. Er ist tot. Und wir haben Far Cry durch, Freunde. Was? Hör mal. Dreh ich gerade völlig durch den Wind hier. Was ist jetzt hier los, Alter? Hallo, keine Mission mit mir angezeigt? Hallo, AJ. Hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Wessen Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Krass, Alter. Aber Freunde, ein bisschen unrealistisch. Der Doppelgänger kann doch nicht genau die gleiche Stimme haben wie der und doch noch haargenau so aussehen, Alter. Das ist unmöglich. Das war ein bisschen blöd jetzt gemacht von den Machern, fand ich. Ja, ich würde sagen,
Ja, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Komm, eine Mission machen wir noch hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich direkt hier beim Goldenen Pfad wieder. Hier müssen wir hin. So, bis gleich. Oh, was ist denn hier los? Wer greift mich wieder an? Verpiss dich! Alter! Fuck, mein Leben ist fast weg. Schnell, zieh die Kacke raus. Fuck. Komm, lauf, lauf, AJ. Fuck, Alter. Ich komme hier gerade bei der Mission an. Auf einmal beißt mich so ein Bär. Shit, Alter. Schnell zur Mission. Ziege. Ziege. Macht Schnute. Ziege, macht Schnute. Mach Platz hier. So, hier ist auch direkt die nächste Mission, Freunde. Wir sind endlich angekommen. Meine Fresse, haben die mich erschrocken. Da kommt auf einmal so ein Bär. Ich höre nur so. Ich dachte schon, was ist das denn, Mann? Alter, wo geht's denn jetzt? Will die Mission hier starten? Komm. Boah, ey. Jetzt labern die wieder eine halbe Stunde. Das fuckt mich auch ein bisschen ab, dass sie so viel labern. Ja, egal. Wir gucken einfach jetzt, was passieren wird. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Der Pagan. Liebes Volk von Kyrat. Sicher seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind. Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt. Doch Leben heißt Fortschritt. Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, der ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Noor und Paul de Pleu haben nach langjährigem treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück. Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt. Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der KEO-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte euch. Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben. Fortschritt ist gut. Begrüßt ihn. Euer König lebt noch. Frohlockt. Yuma steht eisern wie ein Wachturm und wartet. Kommt doch. Und der labert und labert, Alter. Mein Gott, ich will zocken, nicht hier die ganze Zeit so ein Gelaber anhören. So, mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Dumm, 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 dumm. Ab in die Minen, Freunde. So, das Spiel macht eigentlich Bock, nur wie gesagt, die labern halt ein bisschen zu viel. Vergeltung. Ach du Scheiße. Bin mal gespannt hier. Erreiche die aufgegebene Goldmine. Ach du Kacke. Jetzt gibt es bestimmt einen Kampf oder so. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen, Freunde. Aber ja. Ihr kennt mich ja. Ich bin einer, der immer euch die ehrliche Meinung zu den Spielen sagt, wie ich sie finde. Also wenn ich das Spiel scheiße finde, sage ich auch, ich finde es scheiße. Aber Far Cry ist so ein Spiel. Es macht eigentlich Bock. Nur die labern halt ein bisschen zu viel. Und das fuckt mich halt immer ab, dass man überall hin und her fahren muss. Immer diese hunderte von Kilometern hier und so ein Scheiß. Aber die Missionen, manche waren richtig geil, Freunde. Müsst ihr auch ehrlich zugeben, oder? Also ich finde das Spiel, also bisher kriegt es eine Note, wenn ich 10 Punkte verteilen müsste, würde ich dem Spiel, ja, 7,5 geben. Zwei Punkte ab. Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen. Sie hat ein besonderes Talent dafür, jedes Kennenlernen zu versauen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Nur und De Pleur auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie in die Berge schickt, um magische Gemälde oder sonst was zu finden.
Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss. Die boxen sich wieder. Komm, Junge, gib ihm. Ich will das Fell. Ich will nur das Fell, Jungs. Kämpft weiter. Ich will nur das Fell kurz holen. Ganz ruhig. Alter, ich will so was im Leben machen. Direkt vor dem Bär hier, Alter. Weg, 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 weg. Oh, der kommt hier. Ich bin tot. Ich bin tot, Freunde. Nein. Scheiße. Ich bin tot. Ich lebe noch. Wo ist der Bär? Wo ist er? Da. Oh, Glück gehabt, Alter. Meine Fresse, Freunde. Das war ja verdammt schwer hier. Ah, oh, da ist ein Kletterhaken. Perfekt. So. Also, wie gesagt, das Spiel kriegt auf jeden Fall 2 Punkte Abzug von mir, weil die Story so schwer zu verstehen ist und die ganze Zeit fast nur labern. Bei Last of Us zum Beispiel labern die und man kann weiterrennen. Und Last of Us war das einfach perfekt gemacht. Also, Last of Us ist ein Spiel, das kriegt wirklich von mir 10 von 10 Punkten. Ja, es geht auch natürlich jetzt die Tage weiter. Ich habe ja das DLC angefangen. Das werde ich jetzt natürlich auch noch weiter zocken zu Ende. Ich finde ein bisschen dieses Feeling von der Hauptstory ist weg bei Last of Us. Aber trotzdem, dennoch, es macht so Spaß. Und ich freue mich auch schon wieder drauf, das nächste Let's Play aufzunehmen. So, jetzt sind wir hier in den Minen. Suche nach Yuma. So, hallo Yuma, komm raus hier. Fuck, ich habe Angst, dass irgendwas hier kommt wieder. Irgendwelche Bären oder so. Oder ich wieder vergiftet werde und hier so irgendwas alles sehe. Da ist ein Ratte. Kann ich auch Rattenfell nehmen? Halten zum. Oh, ich fühle. Was soll ich da? Lass mal lesen, Freunde. Ich fühle es im Wasser. Ich fühle es in der Erde. Visionen lügen die. Die Visionen haben gesprochen. Jubel, mein armer Liebling im Arm des. Alter, sowas ist doch unnötig, Mann. Das braucht man nicht zu lesen. Genau wie diese Scheiße hier. Vielleicht liegt hier noch irgendwo Munition, die wir mitnehmen können. Schauen wir uns mal hier um. Nee. Fuck, Alter. Ich habe Angst, irgendwas, dass hier kommt, irgendwas, Mann. Alter, was ist das denn hier? Oha. Fuck, ey. Gucken wir uns jetzt mal hier in Ruhe um, Freunde. Was ist das denn hier? Fuck, Mann. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, Freunde. Ich hasse es, hier so allein in diesen Höhlen zu sein. Hallo, wo geht's denn hier weiter? Ich soll nach Yuma suchen. So. Nee. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was zum Teufel war das? Du bist jetzt in meinem Schandler. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt richtig gefickt. Aber richtig von hinten. Nicht von vorne, von hinten. Guck jetzt, was passiert mit Freunde. Wir sind jetzt. Erbärmlich. Pagan schickt einen Knaben, um mich zu töten? Nach allem, was ich für ihn getan habe. Bevor deine Ruhe von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Ich habe Angst. Bitte. Dann kam deine Mutter. Deine Mutter. Was kommt mir vor wie so ein Horrorspiel, Alter? Fuck. Hallo? Was für Amita? Fuck. Da ist Amita. Amita. Ich werde sie in jedes Haus geht und jedes Kind. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hä? Oha, was ist das denn hier, Alter? Kranke Scheiße. Guck mal, solche Missionen sind wieder geil, Mann. Ohne Witz. Guckt euch mal die Grafik gerade an hier vom Wasser. Genial. Sie hat ihn schwach gemacht. Sie hat ihn in diese leere Hülle von einem Mann verwandelt. Er hörte auf, ein König zu sein. Er war gebrochen. Schwach. Alter, Freunde, Mann. Ich hab voll Angst gerade irgendwie. Ey, ist überall Blut. Wir müssen einfach dem Blut folgen, glaube ich. Wir folgen dem Blut. Scheiße, Mann. Fuck, wo geht's denn jetzt hier rein? Hallo? Ja, super, Checkpoint. Ey, fuck, wenn mich jetzt irgendwas gleich erschreckt. Ich schreie alles zusammen. Hallo? Checkpoint erreicht. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja, Freunde, ich komme nicht mehr weiter. Die wollen mich doch verarschen. Ach, Kletterhaken, okay. Wer hätte denn damit gerechnet? Niemand. Locker, ich werde jetzt erschreckt von oben. Hilfe, komm, 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 komm.
das denn? Zerstöre das Tor? Wie soll ich denn das Tor zerstören? Was sind das denn für Leute hier, ey? Oh, ein Zeitlupe in die Eier! Fuck! Ich hab gerade in Zeitlupe geschossen, ey. Wie hab ich das denn gemacht? Oha. Ist doch voll geil. Oha. Fuck, Mann. Das ist ja verdammt schwer hier gerade. Wir sind schon wieder tot. Ja, scheiße. Alles klar, Freunde. Bis gleich. Guck mal jetzt, Freunde. Guck mal, der kommt dann. Bam, Junge. Voll rein. Ey, diese Pfeile gehen richtig ab, Freunde. Ich sag, oha. Ich bin gleich fast tot. Heil dich, Junge, heilen. Ganz ruhig hier. AJ. Komm runter, AJ. Da ist der AJ. So, komm, Freunde. Guck mal jetzt. Das ist voll die geilen Pfeile sind das. Guck mal, das ist in Zeitlupe. Alles kann ich einfach bam. Voll in die Fresse. Richtig geil, ohne Witz. So. Muss schnell runter das Tor zerstören. Lauf, lauf, lauf. Ich habe Angst, dass noch ein Gegner lebt. Ah, okay, okay. Hä? Auf einmal leuchten jetzt diese Teile hier. Bisschen unlogisch. Die haben gerade nicht geleuchtet, obwohl ich da drauf geballert habe. Ah. Scheiße. Boah, ist wieder alles so rot hier, ey. Aber das ist geil, diese Shangri-La, diese Welt hier und alles. Das ist mega geil gemacht, auf jeden Fall. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt nach oben. Ich habe mir was vorgemacht. Ich dachte, er fängt sich wieder. Muss sich wieder fangen. Aber nein. Gebrochen ist gebrochen. Er bleibt schwach. Nur mich wird Pagan nicht brechen. Und auch dieses Land nicht. Und du brichst mich erst recht nicht. Halt deinen Schnauze. Oh. Bisschen. Was ist das denn? Hä? Hä? War das richtig oder was? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, wie war ich doch schon? Muss ich wieder nach oben? Oh, krass, Alter. Ich bin gerade irgendwo da runtergefallen, Freunde. Ja, wir gucken einfach jetzt, wo es das Ganze hinführt, Mann. Auf jeden Fall wieder geiles Let's Play hier. Die Welt, die gefällt mir unnormal. Das macht richtig Bock hier gerade. Ist mal voll was anderes, Mann. Nicht immer so wie die anderen Let's Plays bzw. Level bei Far Cry. So, jetzt sind wir auch schon hier angekommen. Ey, Digga, sind wir jetzt bei Tarzan oder wo sind wir hier? Ich muss mich die ganze Zeit hin und her schwingen. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Alter, Junge, wie bei Tarzan. Als ob man mit so einem Ding einfach so da hochschießen könnte. Das ist auch ein bisschen unrealistisch. Aber egal, es macht Spaß. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir dabei. Das ist Viva. Hallo? Ey, das Spiel, ne? Das dreht mir noch den Verstand. Ah, da. Alter, Freunde, das ist echt schwer. Wir müssen mal gucken. Okay, da ist der nächste Drache. Da müssen wir hinfliegen. Hallo. Mal Anlauf hier. Das fuckt mich gerade hier mega ab, dieses Spiel, ne? Hallo. Ey, Freunde. Da stand das doch gerade und der macht das nicht. Er macht's einfach nicht. Spring doch jetzt dahin, Mann. Ja. Zack, Digga, ey, ich komme ja voll bei Spider-Man hier. Spider-Man, Spider-Man. Oh, Alter, das ist gerade echt schwierig hier. So, da. Jetzt da. Und da sind wir schon. Oh, zu früh runtergefallen. Scheiße, Mann. So, da sind wir. Oha. Amita. Hier los? So, wir gehen jetzt hier rein. Checkpoint. So, ich schaue uns jetzt mal hier um, Alter. Fuck, ey. Ich habe Angst, dass hier irgendwas wieder kommt, Freunde. Ohne Spaß. Hallo. Bist du da, Jona? Das sind zwei Ratten. Da. Boah, die will ich jetzt so knallen, Alter. Auf Stone, einfach knallen. Lass mich. Was zum Teufel? Das ist Zauberei. Lassen wir die Spielchen. Shogua. Hä? Was ist jetzt los?
Wir wissen beide, was du willst. Oha, ich wusste doch, er will sie knallen. Kein Spielzeug im Bett. Hä? Alter. Endlich geht's noch ein bisschen zur Sache hier. Oha! Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Sind wir jetzt tot? Zeit zu sterben, AJ Gale. Zeit, das zu tun, was Pagan nie selbst tun würde. Zeit, dich zu töten und die Asche deiner Mutter den Schweigen zu geben. Töte Kalinak. Alter. Ujo. Fuck da, Kalinak. Mein Gott, welcher Arschgeburt ruft mich gerade auf mein Handy an, Alter. Das vibriert ja die ganze Zeit. Das macht mich noch nervöser. Komm, töte. Wer ist denn Kaschling, Alter? Wie soll ich den denn töten? Der löst sich in meine Luft auf. Ist unmöglich. Alter, kann die Person mal bitte gerade aufhören, mich anzurufen? Meine Fresse. Es ist gerade verdammt schwer, töte Kalkling. Kalinak. Was ist das für ein Name? Kalinak, Malinak, Chalilak. Ich habe eine Idee, Freunde. Wir sagen wie? Wir spannen die ganze Zeit. So. Wenn er jetzt kommt. Ah, man hat so Zeitlupendinger, die sind in der Waffe. Nee. Es ist doch unmöglich, Mann. Wer ist das, Mann? Das ist voll schwer. Ich treffe den nicht mal. Jetzt hab ich. Alter. Ja. Schalte Kalinak per Takedown aus. Schnell, 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 schnell. Bam, Junge. Takedown. Meine Fresse. Der hat sich die ganze Zeit so teleportiert, Mann. Wie Son Goku. So. Hallo. Und jetzt? Oha. Oha. Ja, ist klar. Es kommen noch Tiger und so. Ist klar. Ist klar. Ist verfickt nochmal klar. Ah, mein Gott. Schon wieder töte Kalinak, ey. Freunde, man, langsam geht's mir auf den Sack hier, diese Kalinak, Malinak, ey. Bam, Junge. Nicht getroffen. Wir haben jetzt wieder vier Zeitlupendinger. Bam. Ich nehme jetzt mal eine Zeitlupe hier für den... Ey. Meine Fresse, das fuckt mich gerade ab, Freunde. Alles klar, bis gleich. Komm, Freunde, komm, komm, komm. Das war jetzt die zweite Runde. Das war so schwer mit diesem scheiß Tiger und allem. Guck mal. Wir werden direkt angegriffen von Tigern, von allem. Das ist so schwer. Das ist ohne Witz schon mein 10. Versuch hier. Was müssen wir denn jetzt machen, Alter? Wieder gerade keine Aufgabe. Das ist so verdammt nochmal schwer hier. Und wir haben die Schwierigkeit gerade mal auf normal. Schon wieder tötet Kackling, Alter. Komm, ist er das? Bam. Nee, ist er nicht. Scheiße. Hier sind so viele. Fuck, wo ist er jetzt hin? Wo ist er? Da. Bam. Hab ich? Komm, 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 Freunde. Bam, Junge. Alter, gerade geht's super ab hier. Komm, komm. Wir müssen das jetzt schaffen, Freunde, Mann. Komm. Wo ist der Kackling? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da, da, da. Seht ihr den? Bam! Hab ich. Schalte per Takedown aus. Lauf, 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 Takedown. Bam, das war jetzt die dritte Runde. Ja, Mann, Alter. Das war so verdammt nochmal schwer. Wir haben es geschafft. Ist einfach am Leuchten, der Typ, ey. Direkt einfach nicht, Mann. Ey, was ist das für eine kranke Welt? Da wird man ja selbst verrückt. Die richtige Paranoia kriegt man da, Freunde. Und wo sind wir jetzt? Hä? Hallo? Ja, wo sind wir hier? Man will den Sack abschneiden. Hä? Das ist doch die Yuna. Haben wir die getötet? Hä? Das kann nicht sein. Unmöglich. Hä, wie soll das denn gehen? Wir haben noch... Vergeltung, Mission beendet? Hä? Amita, Yuma ist tot. Das Ende der Dämonen von Durgesh. Keine Sorge, AJ. Pagan ist der Nächste. Krass, Alter. Ey. Ich hab gedacht, wir hätten die Dings getötet, Mann. Diesen Typen da. Dabei war der Typ die ganze Zeit die Frau gewesen. Weil wir hätten uns ja sozusagen infiziert gehabt.
Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es auch heute mein etwas längeres Far Cry Let's Play. Zur Entschädigung, dass gestern leider kein Let's Play gekommen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, außer an ein paar Stellen hat mich ein bisschen abgefuckt, dass das da, dass wir so viel gelabert haben und dass das so verdammt nochmal schwer war. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch direkt beim nächsten Far Cry 4 Let's Play wieder. Euer Öni ist raus. Ich mich auf jeden Fall über 2000 Likes freuen. Ja, die Battlefield Hardline Beta, die gibt es leider nicht mehr. Deshalb wird auf jeden Fall die Tage wieder Call of Duty kommen. Keine Sorge. Und ja, wir fallen jetzt erstmal den Berg runter hier auf Rille. Woo! Wir überleben das natürlich. Ja, natürlich. Woo! Ja, Freunde. Morgen geht's, denke ich, weiter mit Last of Us. Wir schauen einfach mal, wie wir das machen werden. Alles klar, euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao!